Hallo und Privet aus Kaliningrad. Mein Name ist Uwe Niemeyer, in Russland auch kurz Edichewitsch. Seit dem 95. Jahr des vorigen Jahrhunderts lebe und arbeite ich in Kaliningrad. Und ich habe eine Meinung mit russischem Akzent. Die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Randalierer zeigen angeblich Reue. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Schritt für Schritt veröffentlichen russische Medien die Ergebnisse der Arbeit der russischen Rechtspflegeorgane bei der Aufbereitung der Ereignisse am vergangenen Samstag. Überwachungstechnik scheint bei den Rechtspflegeorganen Mangelware zu sein. Und die Reue, die die Verhafteten zeigen, hinterlässt einen zweifelhaften Eindruck. Jeden Tag berichten die Medien über neue Festsetzungen von Randalierern. Die bisher veröffentlichte Anzahl von 23 festgesetzten Gesetzesverletzern lässt die Meinung aufkommen, dass die russischen Rechtspflegeorgane im Gegensatz zu denen in Deutschland wohl ziemlich unvollkommen ausgestattet sind. Die Randalierer hatten geschätzte 200.000 Kamerateams, die alle Einzelheiten in dramatischer Vollkommenheit gefilmt haben. Allerdings die dramatischen Einzelheiten, die die Polizei in einer möglichst unvorteilhaften Lage zeigten. Und wie viele Kamerateams hatte die Polizei dabei, um festzuhalten, wie viele Randalierer die Polizei angegriffen und verletzt haben? Ich habe den Eindruck, als ob es ein Kamerateam war für ganz Russland. Ich komme zu dieser Schlussfolgerung, weil ich im Internet unter dem Suchbegriff Demonstration am Samstag in Russland so gut wie keine Filme gefunden habe, die die Übergriffe auf die Polizei zeigten. Schade, denn das bringt Russland mal wieder ins mediale Abseits. Und die westlichen Medien und die Organisatoren dieser samstäglichen Provokation können mal wieder die Sektkorken knallen lassen für die gelungene Operation. Lassen Sie uns mal etwas konkreter werden. Am Mittwochmorgen wurden zwei Randalierer durch die Polizei den Ermittlungsbehörden übergeben. Es handelt sich um den 18-jährigen Konstantin Lakejew, Nutzer des sozialen Netzwerkes TikTok, kennen ihn dort unter dem Pseudonym Kostja Kiewski. Kiewski. Er hat über 800.000 Fans. Ich habe nur 11.700. Und 11 Millionen Mal gefällt diesen Fans das Heldenvideo, das ihn zeigt. Bei mir auf meinem Kanal ist die maximale Zugriffsquote auf ein Video liegt irgendwo bei 300.000. Die Polizei hatte aufmerksam die Filmchen studiert, die die 200.000 Kamerateams der Randalierer gemacht und ins Netz gestellt haben. Und dann diesen Mann gemeinsam mit einigen anderen gefunden. In einem Einfamilienhaus. Wo sonst? In Russland bekannt als TikTok-Haus, welches diese Gruppe Randalierer, die noch aus weiteren 12 Personen besteht, als Unterkunft angemietet hatten. Hier hatten alle ihre Aktion für den Samstag geplant. Und genau diese Gruppe war es auch, die ein Fahrzeug des Sicherheitsdienstes FSB angegriffen, beschädigt und einem Polizisten ein Auge ausgeschlagen hat. Schauen wir mal, wie diese Gruppe ausgehoben wurde. Film ab!
Вместо лайка на ТикТок повестка и казенная камера. 12 блогеров попали в отделение полиции после нападения на машину ФСБ во время митинга в поддержку Алексея Навального. Всех их задержали в частном доме. Компания арендовала его, чтобы клепать ролики для популярного сервиса. Вот эти кадры. На видео полицейские укладывают блогеров на пол, а это основной подозреваемый в атаке на автомобиль с номерами АМР. В ТикТок он некто Константин Киевский, по паспорту Лакеев. У него порядка 800 тысяч подписчиков. Контент скорее юмористический, всякие шуточки, прибауточки, прикольчики, розыгрыши, в целом без какой-либо политической привязки. Правда, известно, что тиктокеры называли себя примером для населения и указывали, что ответственны за то, что несут в массы. Это кадры с того самого злосчастного нападения на машину ФСБ на Цветном бульваре 23 января. Тут сложно разобраться, к чему сводится та самая заявленная ответственность. Зато можно рассмотреть, как толпа закидывает автомобиль снежками, разбивает окна, ломает зеркала, водителю чем-то брызгают в лицо. В итоге тот получил ожог глаз. Ich denke mal, dass es allen klar ist, dass der FSB, der russische Sicherheitsdienst, einen Angriff auf einen seiner Mitarbeiter so lange nicht ruhen lässt, bis derjenige oder diejenigen gefunden sind, die angegriffen haben. Kaum, dass der TikToker vor dem Vernehmer saß, begann er auch schon zu plaudern. Bekannte sich schuldig und sagte, er habe ein paar Schneebälle auf das Auto geworfen und das Kfz-Kennzeichen angespuckt. Und er beteuerte, dass er das alles sehr bedauere und er bat alle, aber auch alle, um Entschuldigung für sein Verhalten. Schauen wir mal auf diesen reuigen. Film ab. Я начал обкидывать ее снегом и несколько раз пнул ее. Чему я очень раскаиваюсь и сожалею, и прошу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. И больше такого 100% не повторится. Klar, das würde ich auch sagen. Wenn ich vor einem Ermittler sitze und meinen Arsch retten muss. Entschuldigung. Ich denke, dass Russland sicherstellen sollte, dass dieses Versprechen des Randalierers zumindest für 2-3 Jahre durch diesen auch eingehalten werden kann. Unter staatlicher Aufsicht. Man könnte ihn zuerst ein wenig in staatliche Aufsicht nehmen, und danach seinen Erziehungsprozess, den die Eltern anscheinend wohl etwas unvollständig gestaltet haben, in der russischen Armee abschließen. 12 Monate Dienst für das Vaterland haben schon vielen gut getan. Dann zeigen die russischen Medien noch einen Teilnehmer, Timur Salichow. Angenehm auf dieses Foto zu schauen, wie dieser breitschultrige in Handschellen dem Ermittler vorgeführt wird. Beschuldigt wird er des tätlichen Angriffs auf einen Angehörigen der Rostgarde. Er beteuerte hoch und heilig, dass er eigentlich gar nicht an den Protesten teilnehmen wollte, sich aber durch die Massen habe einfach mitreißen lassen. Und so ist es dann zu der Schlägerei gekommen. Einfach so. 23 числа был на площади, участвовал в митинге. И получается был, ну, участвовал в драке против сотрудника полиции. Я попал под влияние толпы. Вот, хотел бы попросить прощения у сотрудника полиции за свое поведение. Ich denke, wenn die russischen Sicherheitsorgane alle 300.000 Teilnehmer verhaften könnten, würden alle hoch und heilig versichern, dass sie ja eigentlich nur auf der Straße waren, um zu sehen, was die anderen da machen. Selber wollten sie gar nicht demonstrieren. Und sie wurden dann einfach nur so mitgerissen. Das sind die Tapferen.
Ein dritter, Jewgeni Jesenow, wurde ebenfalls verhaftet. Er hat mit seinem Auto bewusst ein Polizeiauto gerammt. Vielleicht ist ein solches Verhalten für viele meiner westlichen Zuschauer unverständlich. Ja, sie überlegen sich, was sie für ein Auto haben, wie viel es gekostet hat. Ja, und warum sollen sie mit ihrem Auto das Polizeiauto rammen und damit noch ihr Fahrzeug auch noch beschädigen? In Russland ist das etwas anders. Das Auto dieses Mutigen, ich habe leider keine Fotos davon, hat er vermutlich für einen symbolischen Preis irgendwo vor der Schrottpresse gerettet. Und ob da eine Schramme mehr oder weniger dran ist. Aber die russische Polizei ist, Gott sei Dank, schon mit modernsten Fahrzeugen ausgestattet. Der gegenseitig verursachte Schaden steht also in einem denkbar schlechten Verhältnis für den Staat. Es bleibt zu hoffen, dass der Richter sich daran erinnert, dass wir Steuerzahler das Polizeifahrzeug bezahlt haben und wir von diesem Randalierer unser Geld wieder haben wollen. Wie die russischen Ermittlungsbehörden weiter informieren, gibt es noch weitere 21 bereits festgesetzte. Gegen 6 wird noch ermittelt. Diese wissen es wohl noch nicht und müssen nun jeden Moment damit rechnen, dass etwas lautstärker an ihre Tür, an ihre Wohnungstür geklopft wird. Tja, Russland wartet nun darauf, dass die Europäische Union mit Deutschland an der Spitze, vertreten durch den Leiter des Außenamtes, Heiko Maas, die sofortige Freilassung der Randalierer fordert, die natürlich völlig zu Unrecht verhaftet worden sind. Es handelt sich um Freiheitskämpfer, um Kämpfer für Demokratie, denen das Recht zusteht, gegen den Gewaltstaat Russland vorzugehen. За граница нам поможет. Полная тайна организации. Внимание! Damit bin ich aber noch nicht zu Ende mit meinem Bericht. Denn das bisher Geschilderte liegt in der rechtlichen Verantwortung des russischen Untersuchungskomitees. Wir haben noch ein Innenministerium in Russland, welches ebenfalls Ermittlungen führt. Hier konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf eine Gruppe, die in Moskau versucht hat, Straßen und Zufahrtswege zu blockieren. Ähnliche Untersuchungen werden auch gegen eine Gruppe in St. Petersburg geführt. Der Minister für Wissenschaft und Hochschulausbildung, Valeri Falkow, hatte zu einem offenen und ehrlichen Dialog mit der Jugend aufgerufen. Allerdings schon am 23. Januar, dem Tag der Randalierer und Extremisten, vielleicht sogar Terroristen. Putin nutzte diesen Begriff während einer Videokonferenz mit Studenten zum Tag des Studenten, nutzte diesen Begriff mit einer gewissen Vorsicht, als er kommentierte, dass auch Terroristen Frauen und Kinder vor sich herschieben. Ebenso, wie es am Samstag passiert ist. Heute erklärte der Pressesprecher Putins, dass es keinen Dialog mit dieser Jugend, die am Samstag auf der Straße war und an den nicht genehmigten Demonstrationen teilgenommen hat, geben kann. In seinem Kommentar fiel der Begriff Pogrom und Angriff auf die Staatsmacht. Vielleicht auch schon ein wenig im Hinblick auf das kommende Wochenende, wo ebenfalls wieder Demonstrationen angekündigt worden sind. Das Innenministerium ermittelt weiterhin gegen viele Teilnehmer der Proteste wegen Verletzung der Hygiene- und antiepidemischen Vorschriften. Es wurden eine Reihe Teilnehmer identifiziert, die eindeutig als Coronavirus-Träger bekannt sind und die sich unter die Teilnehmer gemischt hatten.
Ähnliche Ermittlungen werden auch in anderen russischen Städten durchgeführt, also nicht nur in Moskau. Kommen wir nun langsam zum Schluss mit einem Zitat von Dmitri Peskow, dem Pressesprecher des russischen Präsidenten, der heute erklärt hat, dass man sein Verhältnis zum Präsidenten Russlands während der Wahlen öffentlich erklären kann, aber nicht durch Randale auf der Straße. Ach, vielleicht doch noch eine Anmerkung. Dem kriminellen, vorbestraften Nawalny gelingt es, aus dem Untersuchungsgefängnis heraus Massenunruhe, Randale, Vandalismus innerhalb von nur 6 Tagen zu organisieren und durchzuführen. Geschätzte 300.000, von mir aus auch 400.000, also rund 0,3% der Gesamtbevölkerung Russlands waren auf der Straße, um Putin zum Teufel zu wünschen. Wo sind eigentlich die 76%, die Putin im März 2018 gewählt haben? Wo sind diejenigen, die davon überzeugt sind, dass Nawalny ein Vaterlandsverräter ist? Warum organisiert hier niemand Massendemonstrationen, wo zugunsten derjenigen demonstriert wird, die sich durch den vom Westen gesteuerten Nawalny täglich demütigen lassen müssen? Опасные мысли. Mit dieser Überlegung verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.